Das ist kein Film, das ist die fotorealistische Grafik von GTA 6. Ja, Freunde, herzlich willkommen bei diesem ultra spannenden Video. Heute dreht sich alles um die Grafik. Wir wissen ja mittlerweile, wie wichtig die Grafik auch für uns ist, denn wir geben ja nicht umsonst hunderte Euro aus, damit wir die neue Konsole oder den PC aufrüsten. Natürlich will das Auge mitfühlen. Und ich glaube, zurzeit gibt es keine größere Frage auf dem Markt als wie wird GTA 6 werden? Natürlich werde ich euch heute die meisten Fragen beantworten, denn ich habe mal wieder Top-Informationen für euch und ich muss sagen, ich bin auch derzeit mega motiviert, Leute. Deshalb zeigt mal auch eure Motivation, lasst gerne ein Like und ein Abo auf diesem Kanal und aktiviert die Glocke für alle Benachrichtigungen. Und wenn wir auf dieses Video 200 Likes bekommen, kommt morgen direkt wieder ein spannendes Video. Ja, Freunde, derzeit wird viel gerätselt. Wie wird die Grafik in GTA 6 werden? Weil ich meine, sehr viele von euch waren ja nach den Leaks enttäuscht und dachten sich, ey, das wird niemals ansatzweise GTA 5 toppen. Doch Freunde, an der Stelle kann ich euch natürlich beruhigen, denn das, was wir bei den Leaks gesehen haben, war natürlich die Pre-Alpha-Version. Und das Ganze mit der Release-Version zu vergleichen, wäre so in etwa wie, wenn du eine Jungfrau mit einer Pornodarstellerin vergleichst. Also zwei verschiedene Welten. Natürlich ist doch nicht viel bekannt, bis auf diverse Insider, sei es ein T2, Hip-Hop-Gamer oder auch Tom Henderson, die von dem Game schwärmen. Denn laut eigenen Angaben haben die mehr gesehen als wir. Tom Henderson hat sogar anscheinend die Online-Version gesehen von GTA 6 und dazu hat er ein Bild gezeichnet. Ich habe auch ein ausführliches Video darüber gemacht. Wenn du das abchecken willst, Link ist unten in der Videobeschreibung. Ja, Freunde, Insider hin oder her, jedoch sind sich alle einig. Das Spiel wird basierend sein auf Fotorealismus. Und Rockstar Games arbeitet derzeit an der eigenen Engine. Bedeutet, GTA 5, Red Dead Redemption 2 wurden mit der alten Engine gemacht und GTA 6 wird ganz anders aussehen. Und die werden definitiv alles dafür tun, dass sie die Unreal Engine toppen. Laut T2 wurde sogar seit 2019 an einer neuen künstlichen Intelligenz gearbeitet. Die künstliche Intelligenz kennen wir jetzt mittlerweile bereits alle und T2 hat bereits 2019 davon gesprochen. In Rockstar Games will die NPCs drauf aufbauen. Bedeutet, die NPCs werden sich dauerhaft verändern und verbessern und somit mit der Zeit immer intelligenter werden. Höchstwahrscheinlich wird jeder von denen ein ganz normales Leben führen, das heißt zur Arbeit oder den Hobbys nachgehen oder einfach mal den Stripclub besuchen. Kennt doch jeder von uns, oder? Also ihr merkt auf jeden Fall, die neue Engine wird uns auf jeden Fall einiges bieten und die muss uns auf jeden Fall auch einiges bieten, denn fotorealistische Grafik bedeutet fotorealistische Grafik. Und falls jetzt der eine oder andere von der Ecke kommt und sagt, nee, warte mal, die Grafik kann gar nicht so realistisch werden und genau du hast keine Ahnung, mein Freundchen. Denn GTA 5 kam im Jahre 2013, das werden dieses Jahr 10 Jahre und in diesen 10 Jahren hat sich viel verändert. Wir haben die Next Generation Konsolen und die PCs sind auf den ultimativen Stand. Und wir sollten alle wissen, dass selbst eine PS5 noch nicht an die Grenzen gebracht wurde. Doch merkt euch eins, wenn GTA 6 kommt, wird auch eure PlayStation 5 zum Mond fliegen. Was ich im Endeffekt mit dieser Aussage tätigen will, ist folgendes. Von der technischen Seite gibt es keine Grenzen für Rockstar Games. Also wird es ganz anders werden wie damals auf der PS3. Und Freunde, jetzt können wir uns alle die Hände reiben, denn jetzt wird es extrem spannend. Denn ich werde euch jetzt ein Video zeigen, bei dem man meinen könnte, es wäre ein Film. Doch in Wirklichkeit ist das die Zukunft der Gaming-Grafik. Freunde, das ist fotorealistische Grafik, wovon alle Insider sprechen. So Freunde, wie gesagt, diese Aufnahme, die wir gerade sehen, das ist fotorealistische Grafik. Und man kann wirklich mittlerweile echt nicht mehr unterscheiden, ist es echt oder ist es nur ein Spiel? Also wirklich, wenn ihr das Ganze so seht, guckt euch die ganzen Lichteffekte an. Das hat man ja auch in GTA 6 gemerkt, dass die Lichteffekte sich extrem verbessert haben. Oh mein Gott, dieses Schussrealismus. Oh mein Gott. Richtig krass. Richtig krass. Und Rockstar Games wird sich auf jeden Fall darauf orientieren, so eine Grafik zu liefern für uns. Richtig schön gemacht. Guckt euch die ganzen Blutspritzer an der Wand an.
Die Technologie wird einfach nur verrückt, Freunde. Boah, schaut mal in der Dunkelheit, wie das Ganze aussieht. Stellt euch jetzt vor, ein Horror-Game in dieser Grafik. Eine Drohne haben wir gerade gesehen. Drohnen würde es übrigens auch in GTA 6 geben. Das ist auch schon mal Fakt. Das macht einfach nur Spaß beim Zusehen. Da hat man ja fast schon ein schlechtes Gefühl. Oder schlechtes Gewissen, besser gesagt, wenn man den Gegner erschießt. Weil es so realistisch aussieht. Guckt euch diese Grafik an. Ich kann mich nur wiederholen. Und dann stellt euch vor, das passiert in GTA 6. Solche Momente, wo wir auch entscheiden müssen. Geil. Ja, Freunde, habe ich euch zu viel versprochen? Wie gesagt, das ist fotorealistische Grafik, Freunde. Und das ist auch die Zukunft. Und es ist Fakt, dass es jeder große GTA 6 Insider bestätigt hat, dass Fotorealismus in GTA 6 das A und O sein wird. Und sind wir uns ehrlich, Hand aufs Herz, wenn wir uns die GTA 6 Leaks angucken, muss man sagen, selbst in der Pre-Alpha Edition hat es eine geile Grafik, die an GTA 5 rankommt oder sogar das Ganze toppt. Und eine Sache, die dürfen wir auf gar keinen vergessen. Morgen ist das Take-Two Investor-Treffen und da wird sicherlich entschieden, wann der GTA 6 Trailer kommt. Darüber habe ich auch ein ausführliches Video gemacht, gerne auch in der Videobeschreibung abchecken. So, jetzt bist du gefragt, was hältst du von dieser Grafik? Denkst du, GTA 6 wird mit dieser Grafik auf den Markt kommen oder glaubst du was ganz anderes? Schreib deine ausführliche Meinung in die Kommentare, ich werde auf jeden Fall darauf antworten und dein Herz da lassen.